Es geht Schlag auf Schlag ein. ÖVP-Politiker nach dem anderen erklärt seinen Rücktritt oder sein Ausscheiden aus der Funktion. Nach Landeshauptmann Schützenhöfer hat jetzt auch der Herr Platter erkannt, dass er in Pension gehen möchte. Warum das so ist, schauen wir uns gleich nach dem Intro an. Herzlichen Dank für die vielen neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Wer informiert bleiben möchte, bitte einfach nur ein Abo dalassen und die Alarmklingel aktivieren. Jetzt hat also auch der Landeshauptmann Platter das viel zitierte Hangerl geworfen und es stellt sich langsam schon die Frage, wovor haben die Herrschaften eigentlich Angst? Sind es tatsächlich die vielen Dinge, die im Zuge des Untersuchungsausschusses zutage kommen oder sind es die vielen Leichen, die man seitens der ÖVP vergraben hat, Stichwort Corona-Hilfen oder sonstiges? Ich weiß es nicht. Beim Landeshauptmann Platter gibt es aber doch eine ganze Reihe von Dingen, die man ins Treffen führen könnte, warum er vielleicht sich dazu entschlossen hat, zurückzutreten. Wir erinnern uns, letzte Woche hat auch der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer aufgegeben und gesagt, dass er nicht mehr als Landeshauptmann zur Verfügung stellt. Und da gab es ja auch so einen Grund dafür, den man vielleicht ins Treffen führen könnte, warum er das getan hat. Denn schlicht und endlich war Schützenhöfer der Ansprechpartner von Christian Pilnatschek, wie es darum gegangen ist, einen Posten für seine Frau zu organisieren. Man hat das dann schlussendlich auch noch über den Sohn von Landeshauptmann Schützenhöfer gespielt, der im Übrigen einen sehr, sehr gut dotierten Job in der Justiz hat. Also ein Schelm, wer Böses da bedenkt. Wir wenden uns jetzt aber wieder nach Tirol. Auch beim Landeshauptmann Platter gäbe es einige Gründe, die dafür sprechen, sich aus der Politik zurückzuziehen. Und möglicherweise war es ein Mix aus all diesen Dingen oder zumindest einer der Gründe, die ich jetzt anführen werde, die dafür gesorgt haben, dass der Landeshauptmann ebenso plötzlich erkannt hat, dass er nicht mehr Landeshauptmann sein will und dass die Landtagswahlen in Tirol auch vorgezogen werden. Zum einen gibt es ja einmal die Diskussion rund um die immer noch nicht restlos aufgeklärte Affäre, Stichwort Kitzloch. Kitzloch war ja diese Après-Ski-Bar, wo schlussendlich ja der erste Corona-Ausbruch zu verzeichnen war und wo es sehr, sehr eigenartige Vorgänge gegeben hat. Ich auch davon, dass es eine Vorwarnung gegeben haben soll, was die Behörden betrifft, dass man also sozusagen den Hoteliers vor Ort noch eine Möglichkeit gegeben hat, das Geschäft und die Saison weiterzufahren. Das ist ein Vorwurf, der sich hartnäckig hält und ja, da muss man eben schauen, was in Ischgl tatsächlich vorgegangen ist. Möglicherweise ist das ein Grund. Ein zweiter Grund, der hier auch irgendwie mitspielen könnte, wäre die Causa rund um die sogenannten Corona-Tests. Auch da hat man ja festgestellt, dass in Tirol hunderttausende PCR-Tests ungültig waren. Man hat diese Tests damals mit einem sehr, sehr eigenartigen Labor durchgeführt und auch der Betreiber dieses Labors hat einen ja, sehr bemerkenswerten Lebenslauf gehabt. Also auch da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die ÖVP tiefer involviert war, als es vielleicht am ersten Blick den Anschein macht und dass auch das ein Grund von dem sein könnte, warum der Herr Landeshauptmann jetzt plötzlich der Meinung ist, dass er das Handtuch werfen muss. Wem die beiden Gründe noch nicht ausreichen, dem kann ich noch einen weiteren Grund liefern und zwar wird sicherlich im Zusammenhang mit den Corona-Hilfen auch bei den Seilbahnbetreibern wirklich bares Geld geregnet haben. Wir kennen ja den sehr, sehr umtriebigen Seilbahnchef Hörl, der hier gerade im Zusammenhang mit Lobbying für seinen Bereich sehr, sehr aktiv ist. Und ja, würde mich nicht überraschen, wenn wir gerade im Bereich dieser Seilbahnbetreiber ebenso feststellen würden, dass es hier zu wahrlichem Geldregen gekommen ist. Der nächste Grund könnte übrigens auch so ein Geldregen aus der Corona-Hilfe gewesen sein. Und zwar geht es hier um die Jungbauernschaft Tirol, die es tatsächlich zustande gebracht hat, 853.000 Euro aus den Corona-Hilfen zu beziehen. Es gibt also nicht nur den Oberösterreichischen Seniorenbund, der 2 Millionen abgezockt hat. Es gibt nicht nur die Politische Akademie, die 450.000 Euro abgezockt hat. Nein, auch die Tiroler Jungbauernschaft hat es geschafft, in diesen Hilfstopf hineinzugreifen und sich 853.000 Euro zu erschleichen. Natürlich auch ein Problem für den amtierenden Landeshauptmann Platter. Wem diese Gründe noch nicht ausreichen, dem könnte ich vielleicht noch einen
letzten Grund nachliefern. Vielleicht war das schlussendlich auch der Grund, der ausschlaggebend dafür gewesen ist, dass der Landeshauptmann jetzt zurücktreten möchte. Und zwar hat es eine zufällige, Geschäftsanbahnung gegeben zwischen dem Land Tirol und dem Immobilien-Tycoon René Benko. Denn auch der hat in Innsbruck ein Gebäude direkt an das Land Tirol vermietet. Konkret hat sich die Tirol Holding in das Benko-Gebäude eingemietet. Ja, und möglicherweise gibt es auch da, wie so oft im Zusammenhang mit dem Herrn Benko, auch eine sehr, sehr innige Beziehung zur ÖVP Tirol. Also wie gesagt, das sind Mutmaßungen, aber diese 4 bis 5 Gründe würde ich jetzt einmal anführen. Die kann sich ja der eine oder andere investigative Journalist noch näher betrachten. Und dann werden wir wohl bald auch wissen, was der tatsächliche Grund für den Rücktritt vom Herrn Tiroler Landeshauptmann gewesen ist. Ja, ein Detail noch am Rande, weil ich es schon fast ein bisschen witzig gefunden habe. Der Herr Bundeskanzler ist heute noch nicht wirklich auf der medialen Bühne erschienen und ich habe mir dann angeschaut, was er eigentlich so macht. Und er war heute angesagt für eine Veranstaltung, den sogenannten Bürgersalon der Diplomatischen Akademie. Ja, und wenn man sich anschaut, wie der Titel der Veranstaltung geheißen hätte, dann muss man ja schon fast von einem Schenkelklopfer sprechen. Der Herr Bundeskanzler Nehammer wollte nämlich darüber sprechen, wie können wir das Vertrauen in die Politik wiederherstellen. Also ganz sicherlich nicht mit so einem Rechnungshofbericht, wie wir jetzt am Wochenende sehen mussten. Ich glaube, das ist das Gegenteil von einer vertrauensbildenden Maßnahme. Ja, und wenn man dann im Gepäck auch noch den Herrn Rosam hätte, der hier auch mitdiskutiert, na, dann ist alles klar. Der Herr Rosam hat ja immerhin mit seinem Zeitungsmagazin ebenfalls im großen Stil Regierungsinserate abgegriffen. Ja, summa summarum ist es so ausgegangen, dass beide, sowohl Nehammer als auch Rosam, die Veranstaltung abgesagt haben. Tja, wahrscheinlich hat man sich im Detail dann doch noch einmal den Titel durchgelesen und gesehen, dass man hier absolut keinen Auftrag hat. Ich halte euch morgen weiter am Laufen. Bis dahin, einen schönen Nachmittag.